Mein Name ist Arndt Glocke, ich bin 46 Jahre alt, Abgeordneter aus Köln, bin Sprecher meiner Fraktion für Verkehr, Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung und Ausschussvorsitzender im Bereich Wissenschaft und Forschung. Ich bin bei den Grünen, weil wir dafür kämpfen, dass unsere Erde lebenswert bleibt, auch für die künftigen Generationen. Und ich bin bei den Grünen, weil wir uns dafür einsetzen, dass alle Menschen gleiche Rechte bekommen, auch Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender. Ich kämpfe dafür, dass Nordrhein-Westfalen das Fahrradland Nummer 1 wird. Wir brauchen ein landesweites Netz an Radschnellwegen. Wir brauchen gute Verbindungen auch im ländlichen Raum. Da sind gerade E-Bikes auch eine gute Perspektive. Ich setze mich dafür ein, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Wir brauchen mehr Carsharing-Angebote in den Städten und im ländlichen Bereich. Das sind wirkliche Alternativen zum Auto. Dafür kämpfe ich. Wenn ich mal frei habe, verbringe ich viel Zeit mit Kunst, Kultur und Sport und natürlich gerne mit meinem Partner. Wir haben eine Kinoreihe in Köln, das Grüne Kino, wo wir einmal im Monat spannende Dokumentationen und Spielfilme zeigen, wie zum Beispiel hier den Rio Reiser Film. Claudia Roth war zu Besuch und hat uns spannende Dinge über ihre Arbeit mit Rio Reiser erzählt. Meine Vision für NRW sind lebenswerte grüne Städte. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, Quartiere, die lebenswert sind, gute Verkehrsangebote, wo man das Auto stehen lassen kann. Wir brauchen Hochschulen, in denen man gerne studiert und gute Angebote bei Kitas und Schulen.